Rendern dem Deutschen Reich und seinem Staat überhaupt so etwas zumuten kann. Und wenn das Deutsche Reich und sein Staat überhaupt das dulden würde, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdienen, als abzutreten von der politischen Bühne. Eine Friedensrede. Deutschland, du Land der Treue, o du mein Heimatland, dir schwören wir auf Treue, Treue mit Herz und Hand. Strahlend erstehst du wieder, herrlich nach langer Nacht. Wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staat überhaupt so etwas zumuten kann, und wenn das Deutsche Reich und seinem Staat überhaupt das dulden würde, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdienen, als abzutreten von der politischen Bühne. Eine Friedensrede. Deutschland, du Land der Treue, o du mein Heimatland, dir schwören wir auf Treue, Treue mit Herz und Hand. If necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation, the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight. For the second time in this war, and to another 120,000 of them, comes the great adventure. So it's goodbye to the cities and danger areas, labeled and loaded and not forgetting their gas masks. The children head for the special train. And they're not worrying, they're off on a holiday. We shall fight in the field and in the... These mass movements of our children are the greatest tribute in the world to the British way of life. Even in the midst of the storm and stress of battle, in the midst of the greatest war effort this country has ever known, we don't forget the safety of our children, on whom the future of our race depends. Humanity still plays a part in our life, even though some other nations may have forgotten what humanity is. So they reach the fresh air and the wide green fields. For the second time in this war, and to another 120,000 of them, comes the great adventure. So it's goodbye to the city.
Come on, let's get it. It's gone behind those sacks. Right, hand me that shovel. I'll soon sort it out. When the story of the war comes to be written, prominent place must be given to the men who, in town and country, from coast to coast, keep ceaseless watch on the skies from rooftops, huts, pillboxes and trenches for the approach of enemy aircraft. Hexford? Hexford calling? Right. How far are they coming in from southeast? Right. Ah, there it is. On. Bit horse C Charlie calling Black Clock Tower. Bit horse C Charlie calling Black Clock Tower. How do you receive? Over. A pit horse C Charlie from Black Clock Tower receiving strength 4. Pass your message. Over. Bit horse C Charlie to tower. Mission successful. Approaching airfield from coastline. We have extensive damage to tail section. Our rear gunner is injured. Require emergency landing instructions. Over. Roger, Pit Horse C Charlie. Your message received and understood. Stand by. Pit Horse C Charlie to tower Wilco. Pit Horse C Charlie from Blacklock Tower. We have you on visual. Adjoin circuit at 1,000 feet. Runway 26. Call when on downwind leg. Over. Say Charlie to tower on downwind leg, turning in finals. Rear gun is in pretty bad shape, will require immediate medical attention. Over. A Wilco C Charlie, clear to land. Can't answer that. Where is your base? I can't answer that. Who are the other members of your crew? I can't answer that. What is your number? And when were you born and where? So give us some details of your parents. Et grandparents. And grandparents. What is the name of the RAF aircrew magazine? And with the seal pilot in it. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marlene. Mit dir, Lele. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Hey, Regierung! Hey!
What's the situation this morning, Captain Simpson? About the usual, sir. We lost Borrit last night to malaria, and Pickering is in a bad way, suffering severe dehydration with dysentery. On top of that, we have another 4 cases of chronic dysentery.
natürlich ein für die am meisten leidenden Opfer. Ich habe in Besprechungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die sie von mir hier in meiner letzten Reichstagsrede vernommen haben, ventiliert, sie mit ihnen durchgesprochen. Kein Mensch hätte sagen oder behaupten können, dass dies etwa ein ungebührliches Verfahren oder gar ein ungebührlicher Druck gewesen wäre. Ich allein war überhaupt nur in der Lage, solche Vorschläge zu machen. Es war weiter nicht bereit, die Korridorfrage in einer Öffentlichkeit für die am meisten leidenden Opfer. Ich habe in Besprechungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die sie von mir hier in meiner letzten Reichstagsrede vernommen haben, ventiliert, sie mit ihnen durchgesprochen. Kein Mensch hätte sagen oder behaupten können, dass dies etwa ein ungebührliches Verfahren oder gar ein ungebührlicher Druck gewesen wäre. Ich allein war überhaupt nur in der Lage, solche Vorschläge zu machen. Es war weiter nicht bereit, die Korridoren zu fragen.